Willkommen im Schädlings-TV in der Rubrik Ihre Fragen. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was kann ich tun gegen fliegende Ameisen in der Wohnung? Mein Name ist Björn Kleinglogel, ich bin Diplombiologe und arbeite seit 1996 als Schädlingsbekämpfer. Ich bin Gründer und Gesellschafter der Kleinglogel GmbH. Wir machen Schädlingsbekämpfung, Taubenabwehr und Holzschutz und das in einem Radius von ungefähr 100 Kilometer rund um Darmstadt. Doch zurück zur Frage, was kann ich gegen fliegende Ameisen tun? Wenn man Hunderte oder gar Tausende von fliegenden Ameisen in der Wohnung hat, dann ist es sicher, dass in der Wohnung sich ein Ameisennest befindet. Die fliegenden Tiere, das sind die Geschlechtstiere, die Königinnen und die Männchen, die auf Paarungsflug ausfliegen und sich nach der Paarung sucht sich das Weibchen, also die Königin, einen neuen Ort, an dem sie ein neues Nest gründet. Wenn nun diese fliegenden Ameisen im Objekt auftreten, ist es völlig klar, dass in dem Objekt auch das Nest ist, in dem sie sich entwickelt haben, da diese fliegenden Tiere immer den kürzesten Weg aus dem Nest herausgehen. Und das Seltsame ist, dass es sein kann, dass sie vorher, jahrelang vorher, keine Ameise gesehen haben. Es gibt nämlich zwei Ameisenarten, die eine sehr versteckte Lebensweise haben, ihre Nester im Gebäude bauen, unterirdisch rausgehen und unterirdisch lebende Wurzelläuse züchten. Das ist vor allem die eine Art, Lasius bruneus, oder zu Deutsch kleine rotrückige Hausameise. Diese Ameisenart ist nicht selten in Deutschland. Sie ist einheimisch und sie baut ihr Nest zunächst in morschem Holz. Dieses morsche Holz kann auch im Gebäude sein, wenn zum Beispiel unter einem Badezimmer Holzbalken verbaut sind, könnte es sein, dass die Badewanne ein bisschen undicht war oder die Dusche. Vor allem diese Silikonfugen sind nicht immer ganz dicht und so kommt immer ein bisschen Wasser neben die Duschwanne. Und wenn das Holz benetzt, kann es sein, dass das Holz im Laufe der Jahre morsch wird. Und solches morsche Holz suchen die Königinnen, um darin ein Nest zu bauen. Später sind sie dann in der Lage, auch nicht pilzgeschädigtes Holz, also nicht morsches Holz, zum Nestbau auszuhöhlen. Und man muss bei einer Bekämpfung auch bedenken, dass man eventuell die Balken aufdoppeln oder verstärken oder austauschen muss. Also, wenn Sie fliegende Ameisen im Haus beobachten, können Sie das Problem nicht selber lösen. Sie müssen aber zunächst schauen, wo kommen die Tiere raus. Dort in der Nähe ist das Nest. Und dann muss in der Regel eine Fachfirma das Ganze öffnen, das Nest suchen und rausnehmen oder versuchen, den Hohlraum, in dem sich das Nest befindet, mit einem kurzzeitig wirkenden Kontaktinsektizid zu behandeln, sodass das Nest abstirbt. Zur Sicherheit können Sie immer mal Tiere einfangen und einschicken. Wir können sie bestimmen und Ihnen dann mitteilen, ob es tatsächlich die kleine rotrückige Hausameise ist. Wenn das der Fall ist, muss man eben das Nest suchen und behandeln. Köder frisst diese Ameisenart nicht. Die Bekämpfung ist leider meist baulich und meist aufwendig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie die an uns. Dann kann ich sie hier in dem YouTube-Kanal beantworten. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.